Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die ASAP Coty Box von Karate Andy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. ASAP Coty von Karate Andy, das Ganze am 29. November erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Es ist eine Box im Querformat, recht unüblich. Das Ganze ist hier in Blau und Weiß gehalten. Und bevor wir uns das im Detail ansehen, werden wir mal die Folie abmachen. So, einmal hier auf der Seite lässt sich das gut einschneiden. Das hier wunderbar abziehen. Also, wir haben hier die Box in so einer blauen Plastikoptik. Also sieht so aus wie so eine Plane oder wie so eine Tragetasche. ASAP Coty lesen wir hier rundum. Und dann haben wir hier noch so eine, ja, ich glaube, es dürfte eine Weltkugel sein, in der Mitte dargestellt. Was man schon mal sagen kann, ist, dass das Ganze eine, ja, recht klapprige Box ist. Also es ist so eine dünne Pappbox. Hier lesen wir Karate Andy. Hier ist das Ganze blau, links und rechts ebenso. Und auf der Rückseite haben wir die Beteiligten. Das Ganze ist erschienen über Selfmade Records. Hier haben wir einen Barcode. Und dann haben wir hier noch Gold League. Die haben den Vertrieb gemacht. Also Gold League gehört zu Sony Music. Gut, hier rechts lesen wir noch Decor. Dürfte vielleicht das Artwork gemacht haben. Und dann schauen wir mal hinein. So, nachdem ja vor kurzem über Selfmade Records schon eine Box bzw. ein Bundle erschienen ist, nämlich die Box von den 257ers, werden gleich Erinnerungen an diese wach, denn es ist rein von der Größendimension her 1 zu 1 das gleiche und auch vom Material. Also sind beides so ganz klapprige Pappboxen. Ja, so leid es mir tut, aber die jüngsten Releases haben es bewiesen, es ist eine Selfmade Records Box, so werde ich die ab jetzt nennen. So, wir haben hier einmal das Album, dann haben wir ein Shirt mit dabei und dann haben wir ein Poster. Gut, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das sieht so aus, also das Cover hier wieder mit dieser Weltkugel plus ASAP Coty Schriftzug. Darunter lesen wir Karate Andy und jetzt haben wir hier wirklich eine blaue Plastikoptik, also hier so eine Tragetasche, so eine Plastiktasche im Hintergrund. Ansonsten hier ein etwas dunkleres Blau dahinter. Das Ganze kommt in einem regulären Schulcase hier auf der Seite blau. An dieser Seite lesen wir dann Karate Andy und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Es ist sein drittes Soloalbum. Wir haben hier 13 Tracks und wir haben keinerlei Features. Diverse dieser Tracks wurden ja schon als Video ausgekoppelt. Mehrere davon ja auch als Split-Video. Und dann haben wir hier einen Barcode um die Beteiligten. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Ja, das auch wie schon die Box sehr, sehr minimalistisch gehalten ist. Wir haben hier lediglich zwei Seiten. Die Infos, wer das Ganze produziert hat. Und dann hier noch die Infos, Mixing, Mastering und Artwork. Ja, viel mehr gibt es hier nicht. Ist mehr oder weniger ein Einleger. Und dann haben wir hier die CD. Die sieht so aus, in Blau und Weiß. Wenn sie rausgeht. So. Auch hier wieder die Weltkugel mit ASAP Coty Schriftzug rundum. Und auf der Rückseite in Blau. So, dann haben wir ein Poster mit dabei. Dieses ist im Querformat gehalten. Hier oben haben wir wieder das ASAP Coty Logo. Und dann haben wir hier vor einem düsteren Hintergrund Karate Andy vermummt mit Blick nach oben. Das Ganze, wie gesagt, im Querformat und einseitig
bedruckt. So, das war's zum Poster. Und als dritten und letzten Inhalt haben wir dann ein Shirt. Das Shirt ist in weiß und dann haben wir hier links auf der Brust wieder das Logo inklusive der Schrift rundum und auf der Rückseite das Ganze nochmal groß. Also hier ASAP Cotti Backprint. Und bei diesem Shirt haben wir es zu tun mit einem Gildan Softstyle in der Größe L, 100% Baumwolle und das Ganze ist made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. So. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Querformat. Sowie natürlich das Album an sich im regulären Jewelcase inklusive 13 Tracks. Jawohl! Ich habe von dieser Box einen sehr ähnlichen Eindruck wie auch bei der Abracadabra Box von den 257ers. Also so leid es mir tut, aber ich gehe mal davon aus, dass Karate Andy ebenso wie die 257ers seine Vertragsverpflichtungen erfüllen möchte, muss. Und deswegen hier so halbherzig diese Boxen produziert werden. Ja, das ist mein Fazit. Aber falls ihr das anders seht, könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Karate Andy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.